wirklich viel Erfahrung, Feinmotorik beim Steuern, damit dieses Modell dann auch stabil in der Luft bleibt. Hubschrauber sind sehr kippempfindlich. Man muss also ein guter Steuerkünstler sein. Aber man kann alles lernen. Wir sehen dann weitere Wasserflugzeuge. Viele davon sind in Eigenregie gebaut worden, nach Bauplänen. Andere sind auf einem Baukasten entstanden. Davon gibt es in Deutschland also verschiedene Firmen, die diese Baukästen anbieten. Hier im Vordergrund sehen wir eine AN-2. Dieses Flugzeug AN-2 als Doppeldecker ist sicherlich den einen oder anderen noch bekannt. Es wurde vornehmlich als Fallschirmspringer-Absetzflugzeug in Neustadt-Glewe eingesetzt. In anderen Regionen fliegt dieses Flugzeug aufgrund seiner guten Kurzstarteigenschaften im brasilianischen Urwald. Und der Erbauer Godert Wuttke hat dieses Flugzeug auf Schwimmer gesetzt und hat es heute vorgeführt. Wir sehen dann daneben eine DC-3. Der Herr verdeckt das da vorne gerade. Diese DC-3, auch als Rosinenbomber bekannt, hatte mal die Flugkette von Westdeutschland nach West-Berlin ausgeführt, also in den Jahren des Kalten Krieges. Leider ist dieses Modell heute hier beim Einlanden gegen die Mauer, also gegen die Brüstung geflogen. Das heißt, mit den Schwimmern hängen geblieben, es war zu schnell und dabei sind die Schwimmer abgerissen. Ansonsten ist dem Modell auch nicht viel passiert. Dann sehen wir im weiteren Hintergrund ein schönes Modell als Doppeldecker mit ebenfalls einem Elektromotor versehen. Das muss man dazu sagen. Alle diese Modelle, die wir heute hier sehen, werden mit Elektromotoren betrieben, die in der Leistung Verbrennungsmotoren nicht nachstehen. Wir werden dann zu späteren Zeitpunkt ein Motorflugzeug sehen, ein Wasserflugzeug mit einem Elektromotor, wo einem das ja, der Atem stockt. Weiter. Vor dem schönen Panorama des Schweriner Schlosses sehen wir dann weitere Wasserflugmodelle hier ganz vorne, unten im Gras. Das ist eine Catalina, die ist komplett aus Schaumstoff gebaut, einem Material, das sehr leicht ist und auch unkompliziert zu verkleben ist. Im Hintergrund sehen wir eine Canadair, das gelbe Flugzeug. Vielleicht haben das einige Zuschauer schon mal gesehen. Es wird zum Löschen von Waldbränden verwendet. Dieses Flugzeug fliegt aufs Wasser, sammelt dann Wasser in den Tank und dann